Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Wir haben Mittwoch, das bedeutet, es ist Shrine-Time und ich spiele mit den beiden Perks aus dem Schrein der Geheimnisse, einmal auf Überlebenden und einmal auf Killer-Seite. Aber lasst uns erstmal über die News für diese Woche im Entitus sprechen. Der Lights Out Modifier geht nur noch einen Tag und wir warten aber schon und sind in den Startlöchern für den Chaos Shuffle Modifier, der uns bereits am 24. September erwarten wird. Also jetzt nur noch einen Tag im Dunkeln spielen, danach geht's auch bald schon los mit dem Chaos wieder. Darauf freue ich mich schon enorm, aber wir müssen mal gucken, wie weit ich das schaffe, da Folgen aufzunehmen. Ansonsten hat gestern noch der PTB gestartet, der öffentliche Testserver mit vielen, vielen Überarbeitungen. Das Finisher Mori soll kommen, wovon ich noch nicht so überzeugt bin. Bedeutet, dass der letzte Überlebende immer gemorit werden kann und die Memento Mori Opfergaben nur noch Blutpunkte für den Killer bringen. Ich finde die Animation des Memento Moris eigentlich immer ziemlich cool und sage auch immer, wenn ihr mich in einer Lobby trefft als Killer, dann nehmt das gerne mit. Dann haben wir zumindest eine schöne Abschlussanimation. Das wird dann in Zukunft wegfallen, vermutlich, wenn der PTB so online geht und das Finisher Mori so online geht, wie es geplant ist. Vielleicht wird es ja noch überarbeitet. Darüber würde ich mich freuen, wenn diese Animation nicht auf den letzten Survivor begrenzt werden würde. Ansonsten werden noch etliche Perks überarbeitet auf Killer- und Überlebenden-Seite. Und Hillbilly wird überarbeitet, die Schädelhändlerin bekommt einen großen Nerf, die Twins werden nochmal überarbeitet und das Unbekannte. Bin gespannt, was davon wie online gehen wird, aber da müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Deswegen lasst uns doch erstmal schauen, was es im Schrein der Geheimnisse diese Woche gibt. Hysterie von Nemesis. Das hilft mir dabei, die Überlebenden ahnungslos zu lassen, denn jedes Mal, wenn ein Überlebender auf irgendeine Art und Weise verletzt wird, erleiden alle verletzten Überlebenden den Status ahnungslos für 30 Sekunden. Vergiss mal nicht von Freddy, dem Albtraum. Jedes Mal, wenn das Ziel der Besessenheit einen Gesundheitsstatus verliert, erhalte ich einen Zähler. Es sind zu 4 Zähler. Jeder Zähler verlängert die Öffnungszeit der Ausgangstore für jeden bis auf die Obsession um 6 weitere Sekunden, bis hin zu 24 Sekunden, die das Ausgangstor dann länger benötigt, um geöffnet zu werden von jeder Person außer der Obsession. Bedeutet 44 Sekunden Öffnungszeit für das Ausgangstor. Teamwork, gemeinsame Tarnung von Renato. Wenn ein Überlebender mich komplett heilt, wird dieses Perk gestartet und wir hinterlassen beide keine Kratzspuren, solange wir uns nicht weiter als 12 Meter voneinander entfernen. Oder einer von uns einen Gesundheitsstatus verliert. Deadline von Alan Wake wird aktiviert, wenn ich verletzt bin. Dieses Perk erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Fähigkeitschecks auftauchen um 10% beim Heilen oder auch beim Reparieren von Generatoren. Und außerdem wird die Strafe für verpatzte Fähigkeitschecks um 50% verringert. Dafür tauchen allerdings die Fähigkeitschecks versetzt auf dem Bildschirm rechts, links, oben, unten irgendwo auf. Vergesst nicht, euch eure wöchentliche Belohnung im Shop abzuholen mit 250.000 Blutpunkten. Und dann könnt ihr auch noch gleich den Blutpunkte-Code eingeben, den Behavior uns gegeben hat mit Bloodpint. Bekommt ihr nochmal 500.000 weitere Blutpunkte. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt und einen Kommentar da. Darüber freue ich mich immer enorm. Vielen lieben Dank für euren vielen Support. Und dann geht's jetzt auf in die Runden. Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Ja, Mittwoch, das bedeutet, es ist Train Time. Und wir gehen mal los. Ja, hier haben wir Yui. Sehr schön. Die brauchen wir. Hallo. Wir haben nämlich Mittwoch, das bedeutet, es ist Train Time. Ich spiele mit den beiden Perks aus dem Schrein der Geheimnisse. Was ist da denn? Ruin ist da. Hallo. Im Schrein der Geheimnisse sind Deadline. Und Teamwork, versteckte Tarnung. Gemeinsame Tarnung. Und damit habe ich noch meine beiden Lieblingsperks mitgenommen, weil die ganz zufällig sehr gut dazu passen. Ah ja, und ich habe Ruin gefunden. Sehr schön. Ich habe noch Autodidakt und Blutpakt dabei. Mit Blutpakt sehen das Ziel der Besessenheit und ich unsere Auren gegenseitig, sobald einer von uns verletzt ist. Und das ist, gelinde gesagt, ein wenig schwierig.
Danke dir fürs Weggehen. Und wenn wir uns dann hochheilen, haben wir einen Sprintboost von 7%. Ja. Ja, finde ich auch. Finde ich auch, finde ich auch. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Wir sind beste Buddies. Das weiß Yui auch schon. Der Tüftler. Und er tüftelt davon. Und zwar zu dem Gender vorne beim Schweinebaum. Und jetzt kriegt er wieder Tüftler. Jagt aber noch nie. Das heißt, wir kriegen hier den Gender an. Blutpakt. Passt gut zu. Gemeinsame Tarnung. Denn wenn wir uns dann hochheilen, haben wir nicht nur einen Sprintboost, sondern auch keine Pratschspuren. Patsching. Hier weg. Die Palette hier ist auch schon weg. Das ist leicht schwierig. Mit Autodidakt sammle ich Stacks auf Heilung. Und ich fange mit einem Malus von 15% an. Hallo. Bedeutet, wenn ich einen Skill-Check während der Heilung bekomme, bekomme ich einen Stack. Und erstmal geht der Gesamtfortschritt der Heilung um 15% weiter runter. Aber dann kriege ich pro Stack 15% mehr. Das war ein richtig verschwendeter Geißelhaken für den Ärmsten. Was ist hier passiert? Okay. So, dann sammeln wir doch mal Stacks. 3 Gens sind jetzt schon angegangen. Trotz Tüftler und Ruin. Was auch immer das jetzt war. Er ist voll an mir vorbeigesägt, der Ärmste. So kriege ich zumindest schön viele Stacks hier. Hättest du das nicht gemacht, wären wir vielleicht schon durch, aber... Was soll der Geiz? Mehr Stacks für mich. Ja, durch Deadline hoffe ich, dass ich verletzt ein bisschen häufiger. Skillchecks bekomme für Autodidakt. Der ist schon fertig. Gehe ich an den hier vorne. Und dann schneller Stacks voll bekomme auf Autodidakt und damit die Heilung nur so flutscht. So. Yui und Renato sind in diese Richtung gerannt und waren nacheinander in der Jagd. Er tritt gerade gegen den Gen im Main Building und sägt Richtung Shack, wo beide sind. Bedeutet, ich gehe wieder an den Gen hier vorne. Der könnte nachher noch Norwood dabei haben, was meint ihr? Geißelhaken auf jeden Fall. Ruin, Geißelhaken. Ja, ich sehe es, ist in Ordnung. Wenn sie nicht im Kreis um den Haken rennen könnte, wäre das schon von Vorteil. So, dann heilen wir dich doch mal hoch.
Zweiter Stack. Dritter Stack. Und der vierte Stack. Sehr schön, das sind wir schon durch. Der Jen geht noch zurück, sagt er. Vielleicht tüftet er wieder zu Renato. Ja. Nee, er ist bei Nia. Er ist gerade hier vorne irgendwo. Aber er tüftelt davon. Zu dem Gen da vorne. Dann machen wir einmal Tüftler hier noch an. Ich weiß nicht genau wann. Ich mach's mal einfach so, dass es ein bisschen weiter ist. Jetzt ist er hier. Aber er jagt immer noch Renato. Nee. Ja. So, jetzt ist sein Tüftler hier ausgelaufen. Auf zwei Gens. Und der dritte Gen tüftelt auch. Der ist gar nicht so einfach mit uns, ne? So. Best Buddy Yui ist leider am Haken gleich. Er geht nicht zu mir. Ich hätte gerne vorher gerettet, bevor der letzte Gen angeht. Macht nichts, macht nichts. Ich habe mich reingeschmissen. Aber warum ist das Tor jetzt schon auf? Wer macht denn das Tor da auf? You und ich sind doch beste Freunde. Ich musste jetzt, sie ist ja dead und hoffentlich kein einziges Mal. Ich muss jetzt ja so ein bisschen mal schauen, dass ich da rein traden kann. Er ist noch hier. Mit gezogener Säge. Ich glaube, das schafft man so nicht. Renato versucht sein Glück. Oha, ja, das schaffst du. Okay, dann gehen wir durch. Dann rennen wir doch durch. Okay, ich komme. Best Friend, ich komme. Ja, okay, okay, ich komme. So, Autodidakt. Value. Mega gut. Jetzt sind wir schneller. Hätte sie nicht aufgezogen, ne? Hätte sie nicht aufgezogen. Gut, Yui und ich müssen 12 Meter voneinander entfernt bleiben. Keine Kratzspuren. Und einen kleinen Laufbonus.
machst keine Cut-Spuren. Ich glaube, das weiß sie gar nicht gerade. Sehr schön. Nein! Yui! Yui, kriech! Kriech, Yui! Ich habe mich für dich geopfert. Jetzt hör auf zu recoveren und kriech endlich. Du musst kriechen. Du stehst da auf! Kehrte unbeugsam. Ich glaube, das ist die spannendste Runde jetzt, die ich hier hatte. Was machst du? Was machst du? Nicht nochmal aufheben. Nein! Nein! Das war gut gemacht. Das war gut gemacht. Das war gut gemacht. Best Friends sind beide nicht rausgekommen, leider. Yui ist da auch gestorben. Ach Mensch. Zwei unterschiedliche Ausgänge. Und wir zwei sind gestorben. Wie Romeo und Julia. Ellen und Yui. Das war doch mal was. Tüftlerruin. Lichtgeborener. Und Geiselhaken, alles klar. Er hatte den Nagelstiefel dabei. Er hat die Wenderate und Überlebende von Leidenschaft. Zerfleischt und Blutung. Stimmt, das habe ich mitgekriegt. Na gut, dann sagen wir mal Gigi. Hat er sich verdient nochmal den Kill? Und wir gehen dann mal rüber zu den Killern. Bis gleich. Moini, und da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Mit der Legion am Mittwoch zur Shrine Time. Wir haben die Perks aus dem Schrein der Geheimnisse dabei. Und das ist einmal Hystery und einmal Vergissmeinnicht. Und da dachte ich mir, spielen wir doch die Legion, auch wenn Hystery auf der Legion ein bisschen schwierig ist. Versuchen wir es trotzdem. Ich habe dann noch Panikmacher mitgenommen. Und dunkle Hingabe, da oben ist eine. Ist nicht die Obsession, sehr schön. Dann starten wir hier doch mal. Okay, sie ist aber die Obsession, das ist gut. Jetzt habe ich keinen Terrorradius durch dunkle Hingabe. Ich weiß, dass da hinten jemand am Gen war. Okay, ist anscheinend nicht am Gen gewesen, sondern in der Hocke. So. Bist du runtergefallen? Ja. Es geht darum, die Überlebenden verletzt zu lassen, denn Julie möchte... Susie, ich bin Susie. Susie möchte nicht vergessen werden. Sie ist es satt, immer bei der Gruppe hinten dran zu hängen. Und versetzt nun die Überlebenden in Angst und Schrecken durch Hysterie. Ich gehe mal nach hoch. Weil der Gen poppt gleich an und ich habe gerade keinen Terrorradius. Sehr schön. Da bist du. Ich muss eben gegen den Gen treten. Ja, durch dunkle Hingabe habe ich keinen... Lässt sich sterben. Keinen Terrorradius. Wenn die Obsession einen Gesundheitsstatus verliert. Und das fand ich doch ganz cool zusammen eigentlich. So, den Gefallen tun wir dir allerdings nicht. Ich hätte gerne gehabt, dass dich jemand aufhebt. Ich habe sie geschlagen. Ach Leute, nein, spiel richtig mit. Nein, geh. Ach Leute, euer Ernst. Oh.
Ja, dann gucken wir jetzt zu, wie sie umfällt. Ja, gut. Weg mit dir. Weg mit dir. Ja, ich weiß. Ja, ich nehme mal eine nächste Folge auf, ne? Wir sehen uns dann gleich. Bis dann. Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Ich spiele die Legion am Mittwoch zur Shrine Time mit den beiden Perks aus dem Schrein der Geheimnisse. Oh, sehr schön hier hat. Jetzt weiß ich auch, weswegen die sich gewünscht haben, dass der Keller im Hauptgebäude spawnt. Hier. Ich dachte, die hätten vielleicht eine weiße Glyphe dabei. Nein. Die haben dieses Perk dabei von Sable. Webende Spinnen. Ich habe hier gerade Spuren gesehen. Ja, also die Perks zum Schrein der Geheimnisse sind... Hysterie. Krieg hier gar keinen Killerinstinkt. Da sind sie zu zweit. Okay, ich gehe wieder zurück. Weil Nia wird in den Keller gehen wollen. Die will da wahrscheinlich ihr Ritual durchziehen. So, und deswegen hängen wir dich nicht in den Keller. Sondern woanders hin. Können wir? Danke. So. Die Map ist gar nicht so cool für mich, weil die super weitläufig ist, aber wir gucken mal. Hysterie und vergiss mal nicht, denn ich möchte nicht vergessen werden. Susie ist es satt, immer die Letzte in der Runde zu sein von der Legion. Ach, du bist die Obsession. Okay. Jetzt habe ich keinen Terrorradius durch dunkle Hingabe. Das habe ich nämlich noch mitgenommen. Jetzt haben wir zwei Stacks. Auf, vergiss mal nicht. Durch Hysterie wäre Nia, wenn sie gerettet würde. Jetzt auch ahnungslos. Aber ich habe durch... hinten. Die dunkle Hingabe sowieso gerade keinen Terrorradius gehabt. Es funktioniert auf der Legion gar nicht so cool, weil ich angewiesen darauf bin, einen Terrorradius zu haben. Nein! Wahnsinn. So. Und dich nochmal. Und dich nochmal. Und dann gehen wir in den Keller und unterbrechen das Ritual einmal. Jetzt haben wir drei Stacks auf Vergissmeinnicht. Und kein Terrorradius. Nein. Oh, ich wusste nicht, dass man da graben kann. Wusstet ihr, dass man da graben kann? So. Da ist Lien. Wir wollen, dass die Überlebenden verletzt bleiben und deswegen ist das ganz cool. Warum habe ich denn da daneben gehauen? Mit der Legion kann man das nämlich ganz gut machen. Dass die Überlebenden... nach Möglichkeit verletzt bleiben. Ich hänge ihn mal da in die Mitte auf. Da hat es gekracht. Und Nia wurde gerettet.
die sich vermutlich unverzüglich wieder in ihren Kreis setzen wird. Was sind das für Runden? Zwei Gens sind schon angegangen. Aha, setzt dich nicht in den Kreis. So, dort. Hier war doch auch jemand. Okay, das ist wieder die Obsession. Da habe ich mich richtig mit reingehangen. Du hingst erst einmal. Das heißt, ich hole mir jetzt meinen vierten Stack hier. Auf, vergiss mal nicht. Weil wir dich ja gerade haben liegen lassen. Ich höre die andere Fang hier auch irgendwo. Sabotiert jetzt den Haken. Ja. Okay. So. Rauf mit dir. Gucken wir mal, ob sie jetzt auch den anderen Haken noch sabotiert. Im Keller. Ich glaube, die hat auch noch dieses andere Perk hier, Ausbruch, dabei von Yui. Ja. Weil ich sie gar nicht an den Haken bekomme. Klar, ich hätte Leon jetzt nicht unbedingt hauen müssen. Mit der Legion habe ich immer so interessante Runden, ne? So. Geht dadurch. Dort sind die. So, dann schauen wir mal, ob wir hier nochmal jemanden finden. Ja, da hinten. Ah, okay. Das hat sie gut gemacht. Sie hat damit gerechnet, dass ich antäusche. Mein Licht eigentlich ganz gut versteckt gehabt. Jetzt mache ich ein bisschen Blödsinn. Ich gehe mal in den Gender vorne, da arbeiten die auf jeden Fall zusammen. Super. Und dann rauf mit dir an den Haken, damit alle wieder ahnungslos sind durch Hysterie. Sind sowieso alle ahnungslos und jetzt weiß ich auch nicht. Warum hat Hysterie denn gerade nicht getriggert? Das ist ein Abklingzeit von 30 Sekunden. Vielleicht liegt es daran ein bisschen. So, jetzt musst du schon nur noch einen Gen machen und der hier vorne ist ziemlich weit. Das liegt daran, dass ich mich auf den Blödsinn von denen ein bisschen eingelassen habe. Das war nicht so gut. Cool. Du bist auch schon dead on hook. Boah, da geht der letzte Gen an. Alle bis auf die Obsession öffnen Ausgangstorschalter langsamer. Sie ist nicht die Obsession. Okay, aber Fang und Fang wollen 100 pro gemeinsam hier raus. Oder sie wollen alle gemeinsam raus.
So, zeig mir mal, wo... Die andere Fange ist, wollte ich sagen. Aber gut, aber gut. Die darf nicht an den Ausgang. Jetzt habe ich keinen Terrorradius mehr. Da ist Lian. Der hat hier aber auch nichts mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass eine der Fangs noch unbeugsam dabei hat. Dead Heart, sehr schön gezündet. So. Er hat angetäuscht. Gut, keine von beiden hat unbeugsam dabei. Ich mache das jetzt mal mit, ne? Weil die haben es ein bisschen drauf angelegt, gerade mit diesem Bodyblocken und so. Jetzt liegt er. Sonst würde ich das so nicht machen, aber ich durfte ja den letzten Haken gerade nicht haben, obwohl die nicht mal Dead und Hook sind. Also in so einem Moment kann man auch ruhig mal slacken, finde ich. Und wenn alle einem vor der Nase rumtanzen. Und die beiden Fangs sind ja beide nicht Dead und Hook, ne? Also das hätte man schon, hätten sie easy zu dritt rausgekonnt. Einer lässt sich aufhängen, die anderen machen das Ausgangstor. Hier seid ihr. Das ist nicht die Obsession, leider. So, ich habe nicht geguckt, wo der nächste Haken noch ist. Willst du ausbluten? Ich habe keine Lust, dich ausbluten zu lassen. Na komm. Die hing sogar kein einziges Mal am Haken, seht ihr das? Rauf mit dir. Ja, und das Ausgangstor hat ewig gebraucht. Lian hatte ein bisschen darauf spekuliert, dass wenn sie hier liegt, die das Ausgangstor öffnen können. Aber daraus ist nichts geworden. Wann hat für Dieter Vorkehr jetzt nochmal am Ende? Ich habe ein bisschen wild gespielt, aber die haben ja auch wild gespielt. Das ist immer ein wenig... Ja, fühlt sich nicht so fair an, aber am Ende, ihr habt es ja gesehen. Ich hatte keine andere Chance. Ja, hier webende Spinnen hatte sie dabei und wollte gerne die Gens voranbringen. Stärke durch Schatten, gut, dass ich sie nicht... Moment. Das ergibt keinen Sinn, wenn du mit kein Gejammer spielst. Ich glaube, sie wollte das andere Perk mitnehmen. Wo man sich selbst vom Haken befreien kann. Und einen Schlüssel hatte Lian auch noch dabei. Na gut, dann sage ich mal GG. Mein Perk-Bild ist, glaube ich, ganz gut aufgegangen, auch wenn ich mich auf sehr viel Blödsinn eingelassen habe, weil die Runde am Anfang, ich dachte, die Runde kippt wieder so wie die erste Runde, deswegen habe ich mich auf den Blödsinn eingelassen. Aber das zeigt wieder, dass man das nicht unbedingt machen sollte. Dann lasst mir gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da, falls euch das gefallen hat. Und falls nicht, vielleicht auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.